Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei LS22 Crow. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Natürlich mit der bezaubernden Wilma. Hallo, Wolle. Hallo, Wilma. Wie geht's dir? Deine Stimme klingt ein bisschen angekratzt. Ja, ich war auf dem Rockkonzert am Wochenende. Ja, und jetzt ist auch irgendwie unser Funk gerade, glaube ich, hin, ne? Ja. Was hast du gesagt? Ja. Oh. Der Funk will nicht. Der Funk will nicht. Der will schon kurz warten. Oh nein, Leute. Shitty, ey. Shitty, shitty, shitty. Wolle, willst du R2D2, ja? Ich will hier nur einmal wirklich so lang und jetzt fahren wir rüber, weil wir ja noch nicht genau wissen. Ob wir jetzt erst. Geht's. Oh, Wolle. Ist Mann. Nicht so geil. Shitty. Das ist ja eine Katastrophe. Why? Sitzt du wieder auf dem Kabel? Was? Oh, shit, ey. Oh, ich glaube, Wilma! Ja, jetzt aber. Ich wollte jetzt sagen, bist du wieder vom Kabel runtergekommen, ja? Warte mal, ich sehe es gerade. Ich hatte hier einen Knick. Ich hatte hier das Kabel geknickt wieder. Oh, Mann, das Wolle. Tut mir leid. Immer. Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt immer ist das Funkkabel. Gut. Ja, fürchterlich, ich sage dir. Na ehrlich, so. Du warst im Tunnel unterwegs wieder. So, nein, Wilma, ich gehe mal. Wollen wir erstmal gucken wegen dem Tor? Ja, bitte. Das wäre gut. Oder soll ich gleich einen Punkt rausschallern? Bei also, ich kann dir so viel sagen, hier sind schon Leute am Tor. Weißt du, warum sind wir nicht eingeladen? Der Bernd ist hier, der Rolf ist hier, die Adelheid ist hier. Frag die mal, ob wie das, warum. Hä, was ist denn? Ich weiß nicht, ob die auch hier. Warte. Ich glaube, es ist Torzeit, Wolle. Guckst du? Ja. So, ich stehe hier mal. Ich laufe jetzt schon mal rüber. Hoppala. Ich komme vorgebrettert. 1050 ist unterwegs. Dolle. Bin in der Nähe, Wilmi. Ich bin gleich Sehr da. Gut. Sehr gut. Geh schon mal zu den Leuten, Wolle. Ja, ich bin unterwegs. Ich komme schon angedüst hier auf der Hauptstraße. Hallo. Wunderschönen Abend. Guten Abend. Oder Nachmittag. Nachmittag. Wilma. Ja? Wilma, also deinen Friseur solltest du verklagen. Ja? Ja. Du hast ja gar keine Haare mehr. Ach so, das ist ja der Wahnsinn. Vielleicht meine Perücke ein bisschen verrutscht, ne? Wie, du trägst Perücke? Ich dachte, das wäre echt Haar. Ja, pst. Verrat das keinem. Ach, ne, echt Haar. Das ist ein echt Haar. Ja, natürlich. So, guckst du, ist besser? Oh, viel besser. Siehst wie viel hübscher aus. Ich danke dir, Aleit. Das mache ich halt immer. Wow, hallo. Ach, hey. Ja, bitteschön. Welches Tor hatten wir genommen, Wilma? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber ich weiß es. Warte mal, ich kann aber nachschauen, welches das war. Hallo. Hallo. Ah, Tor 2. Hallo, herzlich willkommen. Okay. Hallo. 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 So. Dritte Mal heute schon. Ist es noch so aufregend wie beim ersten Mal, oder? Irgendwie schon. Alles gut. Beim dritten Mal schlimmer. Jetzt ist schlimmer. Ja. Ja, ist gut. Dann fangen wir doch mal an. Also, ich sehe hier Seitenstecher und Spicy was? Ja, Pull. Pull. Nee, ja. Wick Midnight. So. Gesundheit. Chicken. Oder so. Gesundheit. Tor 2 bitte einfach auch mal. So. Ja, aber wir haben Tor 2. Hallo. Was? Wir haben Tor 2? Ja, wir haben Tor 2. Ey, wir auch. Das ist ein Problem. Ui, müssen wir den Preis jetzt splitten? Vielleicht. Sagen, kommt was drauf an, was drin ist. Was denn drin? Eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht will sich ja jemand fürs Tor 1 entscheiden stattdessen. Dürfen wir erst in Tor 2 gucken und wenn uns das nicht gefällt, dann geben wir es den Seitenstechern? Warte. Nee. Das ist ein kleiner Denkfehler drin. Nee, bin ich nicht. Nein, das geht so nicht. Man kann ja auch nicht die Lottozahlen vorhersehen. Hm. So, ja, Tor 1 kann ich anbieten.
ist heute, glaube ich, relativ gut. Ah. Guck mal, nur heute? Hinter. Nö, war schon mal recht gut, glaube ich. Marc, was sagst du? Wilma, was hast du? Oh, zwei. Weiß es nicht. Oh, eins. Goldene Mitte. Goldene Mitte, ne? Nicht. Ich bin auch der Meinung. Ja. Also, Herr Ditscher, wenn meine Schwester nichts dagegen hat, wird mir den Seitenstecher das Tor 2 geben und wir würden auf Tor 1 wechseln. Oh. Okay. Das klingt gut. Danke. Das Schöne ist halt, wenn da Kacke drin ist, dann ist Wolle schuld. Ja, gut. Vielleicht kriegt man ja auch einen Lamborghini, endlich. Komm, ich hab den Angebot gemacht. Würdet ihr stattdessen Tor 3 nehmen? Auf gar keinen Fall. Tor 3. Tor 3 und 5000 XP. Nö, hö, hö. Wir bleiben gerne bei Tor 2. Oh, shitty, ey, ne? Oder den roten Umschlag. Ja, wieder mit den Umschlägen. Nee, da war letzte Woche der Zong drin. Nee, den nehmen wir nicht. Nee. Aber wenn letzte Woche ein Zong im roten Umschlag war, dann kann er ja nicht wieder drin sein. Wir können nur hoffen, dass es gut ist, gell? Oh, das wäre echt krass. Das ist wie beim Roulette. Man muss immer auf die gleiche Farbe setzen. Nee, wir bleiben Tor 2. Seid ihr euch sicher? Ja. Wir werden es eh bereuen. Egal. Ich dachte Tor 3. Nein, Tor 2. Nee, Tor 2 nehmen wir. Sicher. Gut, dann frage ich euch nochmal. Tor 1 oder den pinken Umschlag? Warte mal, pink? Ja, war der nicht gerade noch rot? Der ist jetzt weg. Wie, der ist weg? Den hat sich der streng gerade geschnappt. Aber wollt ihr lieber den roten haben? Nee, was gibt's denn noch? Konrad. Ach Mensch, jetzt ist er weg. Ja, nee. Rolf? Ja, Tor 1. Hast du den roten Umschlag noch, den ich gerade weggeschmissen habe? Welcher rote Umschlag? Den du aufgehoben hast, du Lümmel. Also ich entweder ist er vergesslich oder er lügt, ne? Vater. Also, in der Meinung, ich habe ihn da in der Jackentasche gesehen. Was meinst du denn, Wilma? Hier, guck mal. Nee, ich weiß nicht. Ich habe schon reingeguckt. Ist sehr schwierig. Oh. Oh? Oh. Das ist gemein. Oh, was ist denn in dem pinken Umschlag? Ihr könnt euch jetzt in den nächsten, hier, Seitenstecher. Nächste 5 Sekunden. Tor 2 oder roter Umschlag? Tor 2. 5. 4. Tor 2. Los, jetzt mach Tor 2 auf. Los, wir wollen jetzt wissen, was Tor 2 ist. Komm. Ich mach jetzt erstmal Tor 3 auf. Das hat doch aber keiner. Ja, deswegen. So, wollt ihr keiner haben. Wir machen Stress heute. Mensch. Tor 3. Rolf. Heute bei der Mais ist heiß. 50 Meter Feldweg. 50 Meter Feldweg. Ja. Oh, Rolle, das wollten wir so lange schon. Wo ist er? Wie meinst du das mit 50 Meter Feldweg? Ja, das seht ihr gleich. Wo ist er denn jetzt hier? Rolf, hier drüben. Hier. Was? Hier. Wo? 50 Meter Feldweg. Her. Und dann geht das hier hinter. Das wäre euer Preis gewesen. Dieser Weg? Ja, exklusiv. Oder darf der keiner Mist. Mehr benutzen. Aber ja gut, hat ja keiner gekriegt. Okay, nee. Na Gott sei Dank. Ja, ist gut. Was haben wir noch im Angebot? Ja, Tür 2 aufmachen als dem Angebot. Pinken Umschlag, wollte keiner haben. Nee. Dann mache ich den mal auf. Der pinke Umschlag, heute exklusiv. 10% XP-Bonus. Oh, das hätte... Hätten anderen Teams brauchen können, ja. Ja, der wäre nicht schlecht gewesen, oder? Eieieiei. Tut das weh? Das tut weh. Ja, ein Schluck Wasser. Nein. Können wir jetzt bitte Tor 2 haben? Dann machen wir mal weiter. Atmen nicht vergessen, es ist wichtig. So, letzte Chance, roter Umschlag. Nee, jetzt will ich das Tor erst recht haben. Nee. Dann mache ich den roten Umschlag auf, weil den keiner haben will. Im roten Umschlag, heute Abend, exklusiv. 25.000 XP. Ich wollte auch keine haben. Weiß gar nicht, warum das dann will. So, ja. Mach endlich die Bretter auf! Ich würde ja gern sagen, die Nieten sind raus, ne? Aber, Jetzt wird's spannend. Wollt ihr nochmal tauschen? Also ihr könnt tauschen, ihr beiden. Oder euch umentscheiden. Ich bleib gern bei Tor 2. Und ihr seid euch auch sicher? Tor 2. Ja, beides gut. Nieten. Let's go. Das sind beides Nieten. Ey, überleg mal, was das für heftige Sachen sind. Ich bin mir sicher. Was sagst du denn? Ich war.
Wilma, was wollen wir machen? Es ist jetzt egal. Wir bleiben jetzt bei 1 und fertig ist. Ich weiß es nicht. Also, 3, 2. Ja, komm mal auf die Hütten jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Warte. Was ist jetzt? Was wäre die Alternative zu Tor 2? Wie, es gibt eine Alternative? Wenn du jetzt raushaust, dann nehmen wir das. Ich würde euch auf Tor 2 noch 5000 XP draufgeben, wenn er jetzt dabei bleibt. Was? Noch ein Vorschlag? Ich kann euch Tor 3 anbieten. Hallo? Wie jetzt? Den verdammten Weg will kein Mensch haben. Ich kann das auch nicht mehr. Los, jetzt macht er das Ding auf. Okay, dann nehmen wir Tor 2 und 5000 XP. Ausnahmsweise. Die wollen wir aber dann auch. So, heute Abend in Tor 2. Bauerntausch. Was? Ihr habt heute die Ehre, einem anderen Team zu helfen für 2 Folgen. Aber als Trostpflaster. Also Bernd, mit dir mache ich das total gerne hier. Ich weiß auch nicht, dass jede Woche immer wieder Burnout. Als Trostpflaster gibt es die 5000. Ich kann das nicht mehr. Das vergesse ich nicht. Das ist nett, danke. Das alles nicht mehr. Könnt ihr euch überlegen. Entweder hier hilft er den Reischicken da oder... Nee, also wir würden uns sehr freuen, Werner. Ja, das wäre voll toll. Entschuldigung. Wir überlegen uns das mal. Ja, könnt ihr. Oh, ist ja wild. Wir können eure Hilfe sehr gut gebrauchen. Ja, also bisher hat man noch keinen Song dabei, ne? Es kam noch kein Songgeräusch, ich wollte gerade sagen. Schön. Oh, ich raste auf. Oh, nee, also, Tor 1. Oder und 10.000 XP. Was? Die XP? Rolf, die Next. XP! Next. Was ist denn das? Das kann ich nicht mal lesen. Genie? Genie? Ja, aus der Flasche. Wir haben Wunsch frei. Also, ich sag's mal so. Der Genie ist nicht rot, sondern blau. Der Genie. No. Ihr bekommt einen zusätzlichen Genie. Helfer mit einem Leihgerät. Aber, das bringt er mit. Was er mitbringt, sucht er sich aus. Der ist ein bisschen eigenwillig, der Genie. Aber können wir wenigstens vorher mit ihm sprechen? Ja, könnt ihr versuchen. Musst du hier mal... Guck mal, reib mal hier dran. Ack, wir gehen. Ja. Nicht! Das war doch nur ein Witz, Louis. Ach, also, Entschuldigung. Hör auf, an mir zu rein. Können wir jetzt auch weitermachen? Ja, ihr dürft weitermachen. Ihr könnt gleich euren Gewinn. Bernd, ich freue mich auf nächste Woche. Na, junger Mann. So. Hallo. Oh, bist du die Genie? Nein, aber was wünschst du dir denn? Was hätten wir gern? Können wir, ich muss mir wenigstens kurz mal mit Wilma besprechen. Das wissen Nein. wir. Nein. Ja. 1, 2, 1. Was ist dein Wunsch? Was wollen Wilma? Sag was. Wilma hat die Haare schön. So, du hast einen Wunsch. Dann nehmen wir einen mit. Dann nehmen wir einen mit dem Ball. Ballmann? Oder Big M? Sag du, Wilma. Big M oder Ballenwagen? Nimm den Wagen. Warte mal, mit Big M. Wir haben zu viel davon. 3. Oh. Wird doch jetzt noch gepresst. Ja, 2 Ballenwagen. Ein Traktor mit Ballen sammeln, mit automatischen Runden, so wie es hier steht. Das da, genau das wieder. Hier. Ah ja, euer Wunsch, gucken, ob der Genie das hinkriegt. Gut, alles klar. Der soll sich bei uns melden, ne? Ja, das wird er tun. Wolle, hast du den Big M schon bestellt? Kann ich den abholen? Mach ich jetzt. Okay, ich lauf dir hinterher. Oh, ich geh schon mal gucken, ob wir einen kleinen Ballenladewagen haben. Wilma, es tut mir leid, aber der ist gerade belegt. Lauf mal hin, der Bernd ist gerade dort. Ja, ich lauf hier schon. Pass auf, ich setz den Punkt jetzt ein. Ja. Und, warte. Und zack, Punkt ist gesetzt, Wilma. Einfach nur Big M ohne Extras, ne? Da gibt's, glaube ich, gar nichts. Ich frag nur. Ja, der soll einen Punkt, der soll einen Big M auf den Hof stellen, mit dem du losdüsen kannst. Der Punkt ist gesetzt. Okay. Super, ich komm dann gleich runter. Ja. Aber ist ja immer wieder eine Freude, oder? Mit den Seitenstechern das zu spielen. Oh ja, das war sehr cool. Also ich weiß nicht, aber die haben aber auch ein Torglück. Das, ja. Also mich hat's ja, ich weiß nicht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war kurz davor, einen Umschlag zu nehmen.
Weißt du warum? Weil das eine so gut war? Ja. Ja. Weil wir wählen ja immer unsere Tore aus. Ja. Und die wissen ja quasi immer, was wir für ein Tor nehmen. Und können dann ja eigentlich, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. So, und da denke ich mir halt so, naja, warum sollen die uns zweimal was Geiles geben? Mhm, ja, das stimmt. Und ich sage es mal so, diesmal war in den Umschlägen echt nichts Schlechtes, ne? Ja, und deswegen habe ich gedacht, wenn wir Tor 2 eine Möglichkeit kriegen, auf irgendwas zu switchen, dann machen wir das. Weil ich, weil ich der Meinung war, dass Tor 2, oder ich hatte es im Gefühl, dass Tor 2 nicht geil wird. Ja. Ja, das war irgendwie komisch. Aber das haben wir letztes Mal schon gesagt. Letztes Mal war Tor 2 ja auch gut. Und da haben wir gesagt, nee, diesmal nehmen wir nicht wieder Tor 2. Da hatten wir doch dieses, deine Berechnung, dass, ne, dann ist es wieder, weil ich gesagt habe, naja, die Prozentzahl bleibt ja gleich. Ja, erinnerst du dich? Ja, aber ich muss sagen, der Helfer ist ja auch super. Da können wir heute richtig was reißen, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Gerade weil wir ja wieder neue Ballen pressen. Weil guck mal, dann mähe ich und du machst, also du presst schon und dann kommen die Ballen halt auch direkt schon weg, ne? Genau. Dann liegen sie diesmal nicht auf den Feldern. Genau, oder düngen und alles. Ja. Der kann auf jeden Fall, kann der Helfer mit der, ach so, arbeitet der nur mit, nee. Das klären wir dann, was der alles macht. Aber der müsste eigentlich, ja langsam kommen, oder? Dass der noch schon anfangen kann vielleicht. Ja, bestimmt gleich. So, ich muss jetzt erstmal hier gucken. Ist der Händler da? Der ist jetzt alleine, du kannst hin. Nach dem Big M. Ja. Oder ich kann auch noch anrufen, wenn du willst. Ich komm einfach mit, also wie du magst. Wir können auch, also du rufst an oder ich geh hin. Ja. Bist du schon da, Wilma? Ja. Ja, ja. Hallo? Ja, hallo, der Herr, wer ist denn da? Ja, hier ist der Herbert. Herbert Haas. Sind Sie Vertretung heute? Ja, ich bin Vertretungshändler. Ah, hier ist Ackerer. Ja, moin. Ja, meine Schwester müsste bei ihm vor der Hütte stehen. Ach, die junge hübsche Dame hier. Genau, die. Ah, hallo. Ja, Michi, haben ja genau nett, alle drauf gepasst. Ja, passen Sie mal auf, wir haben einen Punkt in den Krone Big M investiert und würden den gerne, meine Schwester möchte ihn gerne abholen. Ja. Ja, ja. Deswegen bin ich hier. Und wenn es geht, bitte mit GPS. Mit GPS, ja. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, nicht viel mehr, ne? Ich weiß noch nicht. Erst mein Katalog aufblättern, ne? Ja, ja, ich bleib mal dran, Wilmi. Ja, mach das. Das ist ja ein Selbstfahrer, ne? Ja, genau. Mähtechnik, Big M, da, ja. Ja, kannst du auch den Reifen, kannst du ja noch, wenn du willst, ne? Nee, brauchen wir nicht. Dann haben wir doch noch mein Schild. Nee. Braucht ihr auch nicht? Nö. Einfach her, das Ding. Ja. Mit GPS und gut ist. Ja. Ja, ich drücke und drücke und oh. Super, Wilma, viel Spaß damit. Ich bin schon mit den Ballen auf dem Weg nach unten und fahre jetzt zu Feld 55 oder was zuerst, ne? Mm, genau, oder 55, da, guck, 61, 57. Das genau, sind die. Da ist komm ich er. Hin. Wow. Da ist er, ja. Viel Spaß mit dem Gerät. Dankeschön. Ne? Ja, aber nicht so doll fahren, ne? Ja, ich guck mal, wie der so ist. Ja, ja. Dankeschön. Dann viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Hallo. Na, was geht ab? Du. Was los? Ich bin deine Genie heute. Och, ich wusste es. Oh yeah. Das kann doch nicht wahr sein. Bist du das mit dem komischen Ladewagen hier vor mir? Ja, warum? Guck mal, deine Genie hat dir einen Wunsch erfüllt. Och nee. Wir kommen mit dem Ladewagen. Du kennst mich wahr. Du ne Kack-Genie, ganz ehrlich. Och Mann. Na komm, du wolltest was so wie da hinten drauf haben. Guck mal, ich hab was mitgebracht. Ich hab was mitgebracht. Ja, kuppel das ab. Du kriegst was von uns. Achso, geht das ja, ne? Weiß ich nicht. Was willst du denn? Na, ich würde dich ganz gerne direkt auf die 79 düngen schicken, bitte. Auf die 79 düngen? Ja. Ja. Im Start. Genau, okay. Da kannst du hier diesen Kalkstreuer, der da vorne steht, nehmen. Kannst du bitte einmal umrüsten. Auf Dünge streuen. Und dann, genau, die 79 Düngen. Das wäre eine super Sache. Ja, brauche ich da Pflegebereifung? Nein, brauchst du nicht. Okay. Genau, und dann, Genie, machen wir weiter. Dann geht's weiter, dann kannst du direkt, hier die Fendt-Ballenpresse schnappen. Brauchst du auch keine Pflegebereifung. Und dann fangen wir nämlich an, Ballen zu pressen. Okay.
Genau, ja. Und da geht's los auf der 55, 61, 57. Die sind alle relativ dicht beieinander. Und ja, du, wenn ich fertig bin mit Düngen, kannst du mir das nochmal erzählen. Ja, komm. So machen wir's. Oh, hier, jetzt geht's los, Wilma. Ja. Los. Schnapp sie weg. Gib mir. So, du schiebst mir die schön an die Seite, ne? Genau. Okay, weißt du, was ich jetzt mach? Was machst du jetzt? Ich helf dir. Ich hol mir jetzt die Mähwerke und knall auf die anderen Felder. Okay. Oder ich hol schon mal die Presse. Was sagst du? Presse oder mitmähen? Presse. Weil sobald unser Genie fertig ist, kann er die Ballen einsammeln. Was der Ei, Wilma, stimmt. Ja. Ach so. Wir müssten ja auch die Ballen wegschauen. Na gut, da haben wir noch Zeit. Da haben wir noch Zeit, Wilmi. Und angehängt. So. Das wird eine wilde Nummer heute, das kann ich dir sagen. Heute wird's richtig knallen. Aber mein Wolle. Ja, immer. Hast du dir heute endlich mal ein frisches, fein Ripphemd angezogen? Mit Eingriff ein. Ach nee, das war ja unten. Fein Ripphemd hab ich an, ja. Ein frisches. Immer. Jeden immer. Ein frisches Unterhemd. Oh. Wolle. Ja. Ja. Bei 20 Uhr. Na, ich weiß nicht, ob das heute klappt. Du, Wolle, also, ich hab jetzt ja angekreuzt und wenn du keine Zeit mehr für mich hast, ne? Oh, Wolle. Ja. Wolle. Also, dann ist das aber ganz schnell wieder mit uns vorbei. Ja, es tut mir ja leid. Ich bin eine Frau, die auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit braucht. Ja, ich weiß, aber, weißt nicht, du was? Es gibt kein Aber. Boah, jetzt seid doch nicht so gemeint. Weißt du was, noch viel mehr auf Aufmerksamkeit. Wilma ist ja immer so. Hä? Naja, das ist... Er ist ja schon ein Arbeitstier, weißt du? Der freut sich halt mega, wenn die Frau ihn unterstützt und auch sagt, nein, mach das erst fertig. Ich bin so stolz auf dich. Ja. Wenn du erst das fertig machst und ich habe da auch vollstes Verständnis, wenn ich dann halt erst später, ne? Und dann kriegst du halt noch mehr Aufmerksamkeit. Weil sonst ist er mit dem Kopf vielleicht die ganze Zeit noch bei der Arbeit, weißt du? Lass ihn das weghaben und dann ist super. Weißt du, wie ich meine? Bei mir kaputt oder ist keiner mehr da? Könnt ihr mich noch hören? Ich glaube, mein Teamspeak ist RIP. Teamspeak ist down bei mir. Jetzt war. Ah. Ich glaube, jetzt kann ich euch wieder hören. Okay. Ach, das ist spannend. Wilma, hörst du mich? Ja, ich höre dich wieder. Wilma? Also ich höre dich. Ja, kannst wieder. Du mich hören? Du hörst mich wieder? Ja. Kannst du mich auch hören? Das ist ja schon mal super. Was ist denn hier los heute, Mädchenskinder? Ich glaube, wir haben alle heute einen Frosch verschluckt. Ja, irgendwie ist das heute ganz komisch. Aber ihr könnt mich nicht hören, oder? Noch mal. Darf da nicht wahr sein. Das schlägt halt bei mir aus, ne? Okay, TeamSpeak ist wieder down. Jetzt? Die Wilma meinte irgendwie, dass ich dich unterstützen soll und dich machen lassen soll. Aber was ist denn dann mit meinen Bedürfnissen? Ja, die kommen dann dran. Genau. Ja, wann dann? Dann, wenn er irgendwann mal tot umgefallen ist, weil er einen Herzkasper hat, oder was? Nein. Oh, du tust ja so, als wäre ich über 60. Warum seid ihr alle so still? Nein, alles gut. Wilma. Also du weißt doch was, wie das ist. Adelheid. Warte mal kurz. Arbeitest du auch so viel? Daran. Arbeitest du auch so viel, wie du quatschst? Du, ich bin fertig mit Düngen. Ja, dann schnapp dir mal, komm mal schnell mit einem Drecker hier, das kannst du ablegen, das Ding. Und komm bitte schnellstmöglich mit dem Drecker auf die 55. Nee, was ist das? Ja, was soll ich denn mitbringen? 57. Nix. Hier steht ein Sammelwagen bereit, den kannst du dir direkt schnabulieren. Also ich soll nicht den großen Sammelwagen von mir mitbringen. Den kannst du behalten. Jetzt hat er sich hier festgehangen. Nee, die Großen. Yes. Das? Wieso hat er sich jetzt hier... Gehst du? Hörst du? Oh nein. Nein, alles gut. Das wäre knapp geworden. Also ich würde dir jetzt auch... Ich hätte jetzt auch einen Großen mitgebracht. Nee, Wilma. Adelheid. Was meinst du denn, Adelheid? Naja, so ein wie du hast, das mit den zwei Dingern war doch nur ein bisschen Spaß. Ach so, nee, komm erst mal, hier ist noch einer, den brauchen wir. Der ist gerade nicht in Gebrauch. Gut, ich komme mit dem 1050 rum. Oh ja, genau, komm einfach mit dem 1050 rum. Boah. So. Das ist,
Irgendwas stimmt hier mit den Ballen nicht. Warum? Ich hab hier den Ballen. Ich glaub, du bist... Ach nee, jetzt. Muss da hinschieben? Ja. So, jetzt den... Genau, alles, was hier rumliegt, einsammeln, bitte. Vor allen Dingen, ja, einfach alles, was rumliegt. Und wenn es geht, so wenig wie möglich auf die Wiese fahren, weil die dann ein bisschen kaputt gehen. Da kriegt man nicht mehr so viel Geld. Also nicht mehr so viel raus aus der Wiese, wenn wir das Blatt fahren. Guck, jetzt verbringt ihr auch Zeit zusammen. Ja, cool. Ich sehe dich, Adelheid. So das gleiche Olle, jetzt droh ihr doch nicht. Das klingt wie eine Drohung. Lass das. Nee, das war doch... Ach so, ich meinte einfach so, ich sehe dich. Das ist halt schön, wenn wir uns gerade sehen. Ja, okay. Du hast auch ganz gerne Avatar geguckt. Kann das sein? Ja, also ich fand die zwei Filme sehr gut. Wie, du hast schon beide geguckt? Ich habe immer noch nicht den zweiten geguckt. Ja, der lohnt sich auch. Ja. Ja. Was guckst du denn sonst so? Oh, warte. Warte, ich fahr zusammen. Nee, ich glaub zusammen. Was ich sonst so guck, ich würde jetzt gerne den neuen Film Twister gerne schauen. Den kenne ich noch gar nicht. Ja, machen wir das zusammen. Das ist ein wollen wir auch zwei Wirbelstürme sein? Ach, ja, okay, dann habe ich vielleicht doch von gehört. Da also können wir zusammen rumwirbeln. Also wirbeln tun wir ja. Warte. Ich wollte auf Kuschelkurs gehen, Wilma. Ja, weiß ich doch. Ich glaube, ja, glaub, bei dir ist es besser was von Willi oder Wilma. Also jetzt muss ich aber auch langsam entscheiden. Dann bleib doch in der Familie. Ja, stimmt auch. So. Hallo, wir sind halt Besties, Wolle. Da können wir das auch. Ich finde das gut. Auch dieses Frauengespräch gerade fand ich total toll. Da lehne ich mich einfach nur zurück und höre zu. Das passt mir. Weil du was draus lernst? Ja, ich genieße das einfach, dann mich nicht mit reinhängen zu müssen. Okay. So. Achso, ich bin ja Willi, nicht Wolle. Nee, wer bin ich denn? Bin ich Wolle oder Willi? Du bist Wolfgang Ackerer. Stimmt. Geht das jetzt schon aber los bei dir? Aber wer ist denn Willi? Das ist eine gute Frage. Wie, haben wir jetzt hier eine Dreiecksbeziehung? Ich glaube, Wolle... Nee. Wir hatten mal einen Willi in der Schule, Adelheid, aber der war halt irgendwie immer komisch. Ja. Das war ein anderer, sagst du, ja? Und manchmal, wenn ich auf Toilette stehe, schreie ich auch ganz laut, Free Willi. So. Ja. Wie? Sag mal, aber, wie, Wolle? Was denn, Adelheid? Wie ist denn das in deinem jungen Alter, ja, wenn die Glocken länger sind als das Seil? Das ist leider dem Prinzip der Schwerkraft geschuldet. Das kann man nicht ändern. Das kennst du ja, Adelheid. Was? Wolle. Wie kommst du denn da drauf? Naja, wollte ich nur sagen. Mal. So. Wolle, so wird das nichts. Also ich habe jetzt die Ballen hier. Oh, ich bin hier. Oh, meine Güte, sind das schon wieder viele Ballen. Du, Adelheid. Ja. Du kannst... Ich hol mal den Düngerstreuer, wa? Ja, mit dem Namen ist fein. Ich glaube, inzwischen kennen wir den Namen. Zum Start war das natürlich wichtig, ja, ne? Weil man nicht wusste, wie was wo. Genau. Das ist aber sehr inzwischen gut, weiß jeder, glaube ich, wie wer heißt. Ne? Und dann müssen wir aufs nächste Feld, genau. Naja, du machst ja hier erstmal fertig und ich hol den Düngerstreuer. Ja. Mir wäre es eigentlich ganz recht, wenn du das hier machen würdest, weil mich das richtig aufregt. So, 57 habe ich gestrichen. Hast du einen gleichen Drecker. Ja, häng ab. Komm, mach du das, ganz ehrlich. Ich kann da nicht mit um hier. Das nervt mich alles. Olle. Ja, ich weiß, mit langen Sachen kannst du nicht, ne? Nee, aber das ist besser, Wilma. Da kann er pressen und ich kann schon mal düngen und kann mich um den anderen Knet kümmern. Okay. Aber du, eine Frage noch, Adelheid. Wo könnte man denn den anderen Ballenwagen herbekommen? Den zweiten? Der steht oben beim Spediteur. Okay, alles klar. Gut, aber meine Lieben, dann sind wir auch erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne ein Däumchen da, schaut gerne bei Skadi vorbei. Go Spicy Chickens, go in den Chat. Und denkt dran, diese Woche werden wir auf jeden Fall die ganzen Silagewein hier verkaufen. Es wird richtig schallern. Wir werden auf jeden Fall einige Level machen. Ihr könnt uns gerne mal in die Kommentare oder in den Chat schreiben, für was wir die nächsten Punkte ausgeben sollen. Bis dahin, ciao, ciao.